Karius bei uns im Kasten davor, Kleinboss Galichan und Moreno Boscali. Boscali. Milner bringt ihn rein und ich sehe Olivier Boscali und der kommt auch an. Boscali! Und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des FC Liverpool Karrieremodus hier auf dem Kanal. Die dritte Episode und heute geht es weiter mit dem Start in die Premier League in die Saison 2016-2017, zumindest in unseren Köpfen. Offiziell ist es ja 2015-2016, aber wir machen so viele coole Transfers, dass man denken könnte, wir sind schon ein Jahr weiter. Wenn es euch heute gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. 1000 Likes wäre wieder richtig nice. Ihr habt es letztes Mal locker easy geschafft. Über 1900 Likes, mega, mega geile Aktion. Schaut in der Videobeschreibung vorbei bei IG Vault für günstige Münzen für Ultimate Team, 6% Rabatt mit MaxGamingTV als Rabattcode und nicht vergessen, es ist momentan Team of the Season Bonus, das heißt, ihr bekommt 8% mehr Coins als sowieso schon und EA-Gebühren müsst ihr dank dieser Seite auch nicht bezahlen. Instagram und Twitter sind wichtig für diesen Karrieremodus und ebenfalls in der Videobeschreibung verlinkt, also schaut da auf jeden Fall vorbei und ich würde sagen, wir gucken uns mal an, gegen wen es heute so geht. Letzte Episode hatten wir das Problem, dass ihr das Ganze nachstellen musste, das zeige ich euch gleich mal, was für Auswirkungen hat, aber erstmal geht es darum, dass wir gegen Stoke, Bournemouth und gegen Arsenal diese Episode spielen, die ersten beiden simuliert und gegen Arsenal im Emirates dann live bzw. mit richtigem Spiel. Ich habe das gerade schon mal aufgenommen. Da habe ich gegen Stoke gewonnen und gegen Bournemouth gewonnen. War gerade beim Spiel gegen Arsenal. Und dann ist mein Laptop abgekackt. Twitter-Follower, nicht Twitter, Twitter-Follower. Wissen mehr wie immer. Und mal sehen, ob es diesmal genauso gut funktioniert alles. Alles in allem scheint dieser Karrieremodus unter keinem guten Stern zu stehen. Aber wir versuchen trotzdem das Beste rauszuholen. Lucas Leiva wird wahrscheinlich zu Sassuolo gehen und wir haben noch andere Transfers. Verlassen haben uns einmal Simon Mignolet, der ist zu West Ham gegangen. Lallana für 20 Millionen zu Schalke, kannten wir ja schon. Lanjordi Gomez, der ist zu Derby County gegangen für ein Jahr per Leihe. Das heißt, wir werden gleich versuchen, Masuaku uns zu holen. Kolo Touré ist gegangen zu West Ham United. Danny Ings ist auf Leihbasis zu Fenerbahce gegangen. Und wir haben ja die gleichen Transfers wie letztes Mal mit Rashford, Boscali und Musonda bisher. Allerdings kommt da noch einer dazu, und zwar Loris Karius. Er hat das Angebot akzeptiert. Wir holen ihn für 26 Millionen Euro vom FSV Mainz 05. Das heißt, das wird unser neuer Stammtorwart. Ich würde euch jetzt gerne zeigen, wie mein Plan aussieht mit der Elf. Kann ich aber noch nicht, denn wir haben ja noch nicht alle Spieler, die ich haben möchte. Aber der zweite ist auf jeden Fall schon mal auf einem guten Weg. Mario Götze wird unseren Verein bereichern. 170.000 geil. 50 Millionen musste ich im nachgestellten Karrieremodus für ihn bezahlen. Aber er ist in Ordnung. Ich denke mal, damit haben wir einen richtig geilen Transfer gemacht. Die ganzen Spieler, die übrigens zwischen Masuaku und den Senior stehen, die holen wir nicht. Lecker, warten wir erstmal ab, wie der sich entwickelt. Bei Emre Mor ebenfalls. Außerdem können wir den noch gar nicht kaufen. Jamie Vardy holen wir, wenn dann eventuell im Winter. Mané, da weiß ich noch nicht so ganz. Im Notfall müssen wir jetzt noch holen. Unser Kader ist groß genug. Buffal, genau das gleiche. Und Forsberg eigentlich auch. Training ist mal wieder angesagt zum Start dieser Episode und das läuft ganz ordentlich. Aber bei Rashford, der in seinem ersten Training gleich mal reinhaut, bei Jordan Ibe ist es nicht so nice. Insigne aber wieder Steine im Schuh und lehnt natürlich ab, deswegen hoffen wir, dass es so geht. Olympiakos akzeptiert für 6 Millionen das Angebot für Fuka Arthur Masuaku. Sehr gut, haben wir einen neuen Backup-Linksverteidiger, nachdem wir ja den Kollegen ausgeliehen haben. Hier, wie heißt er nochmal? Gomez. Und dann haben wir wieder ein Angebot für den Kollegen Dejan Lovren, aber auch da werde ich wieder sagen, erstmal Richtung Nein. Mit Masuaku gestaltet sich das viel einfacher als mit Insigne. Der kommt einfach direkt und für so viel weniger Geld. Die Neuzugänge spielen im ersten Spiel erstmal noch keine Rolle, abgesehen von Karius, der den Kasten hüten wird. Korka steht davor, unsere Leihgabe, weil er einfach besser in Form ist als Krittl und Iori. Lovren steht daneben, Klein, Moreno auf den Außenbahnen, Henderson und Chan auf der Doppel-6, Coutinho, Sturridge, Origi und Benteke. Auf der Bank haben wir auch nicht mal Masuaku, der geht nämlich wieder runter und Flanagan kommt drauf. Musonda, Boscali, Götze, Rashford und Masuaku, alle nicht auf der Bank, genauso wenig wie Jordan Ibe, warum auch immer der da unten steht. Das ist so, weil, warte mal, Iori packen wir nochmal runter. Ibe kommt jetzt auf die Bank. Das ist so, weil ich euch jetzt mal ganz kurz erkläre, wie mein Plan ist, das Ganze eigentlich zu machen. Karius soll bleiben, Innenverteidigung soll bestehen aus entweder Skrittel und Lovren oder Skrittel und Chan. Die Doppel 6 bzw. 6 und 8 soll bestehen eigentlich aus Chan oder Henderson und dann daneben Coutinho. Coutinho wird auf der 10 ersetzt durch Götze. Rechts kommt der Kollege Insigne hin, links Firmino oder andersrum und vorne rein. Ja, kommt nicht Benteke, sondern Sturridge. Und Benteke wollen wir ja eigentlich sowieso verkaufen, aber wir geben jetzt mal die Chance. Warum, ich verwundere mich immer noch, warum kopfballstarke Spieler? Wir haben doch den Belgier. Erstes Spiel gegen Stoke City, 4-2-3-1, eine ganz spannende Begegnung. Letztes Mal lag ich nach 2 Minuten hinten durch Whelan, diesmal nicht. Und wir gehen die ersten 20 Minuten ohne jegliches Tor und ohne jegliche Torgefahr anscheinend auch ran. Stoke ist ein starker Gegner, gute Spieler wie Bojan, Arnautovic oder Shaqiri, auch Mamdjouf, der ehemalige Hannoveraner, kein schlechter Mann. Aber es wäre ganz schön, wenn immer irgendwas passieren würde. Ibe kommt für Origi, rot für Henderson und 1-0 durch Crouch. Nicht mal mehr gelb-rot, sondern glatt-rot für unseren, noch Kapitän, den ich eigentlich ersetzen möchte. Und wir verlieren das erste Spiel der Saison gegen Stoke mit 1-0. Ganz bitter. Und jetzt geht's gegen Bournemouth zu Hause.
So war das natürlich nicht geplant, aber so kann man sich noch mehr ins Abseits schießen als sowieso schon. Henderson stand bei mir nicht ganz weit oben im Kurs und so hat sich das jetzt nicht gerade für ihn verbessert. Wir haben A bei Alp, wir haben F bei Moreno und C bei Rashford, der ganz kurz vor der 70 steht mit 17 Jahren. Schon geil. Und auch Insigne hat endlich akzeptiert, 250.000 Gehalt. Wir haben wenig Geld nur noch, aber wir haben richtig geilen Kader zusammen. Und wir können John Flanagan verleihen, und zwar nach Nottingham Forest für ein Jahr. Das machen wir natürlich sehr gerne. Und jetzt flattert auch ein Angebot für Joe Allen rein. 5,5 bietet mir Southampton, 7,5 sollten es aber schon sein. Und bumm, stehen wir vor dem zweiten Spiel der Saison, diesmal gegen die Kollegen aus Bournemouth. Wir lassen weiterhin keinen unserer Youngstars bzw. unserer Neuzugänge spielen und bauen eher auf die, ich sag mal, Alteingesessenen. Das wird sich demnächst ändern, aber wir packen auf jeden Fall mal Skrittl rein. Jetzt ist Corker nämlich nicht mehr in Form und dann ist Skrittl doch nochmal eine Nummer besser. Lovren lassen wir drin, Klein, Moreno, die Defensive sieht gar nicht gut aus. Aber egal, wir schaffen das schon, ist ja nur Bournemouth, hoffentlich. Allerdings läuft hier gar nicht so wie gerade eben. Gerade eben haben die nämlich 1-1 gegen Aston Villa gespielt, gegen den Abstiegskandidaten Nummer 1. Und sie spielen auch hier wieder mit 3 Stürmer. Benteke nach einer Minute mit dem 1-0. Das ist natürlich wiederum richtig gut. Der Fabio und Wilson wollte ich gerade noch vorwarnen, vorne drin. Eine ganz gefährliche Kombination bei Bournemouth. Skrittl mit der zweiten roten Karte im zweiten Spiel. Aber Origi macht das 2-0. Aber warum zweimal glatt rot? Fabio bringt die Jungs nochmal ran. Jetzt wird es natürlich eng, vor allem weil wir ein Mann weniger sind. Lovren kriegt die gelbe Karte. Distin verletzt sich. Corker für Moreno. Origi macht den Doppelpack und macht das 3-1. Sehr schön, das heißt, wir sollten sicher sein. Und Origi macht gleich den Hattrick auch noch klar. Natürlich, warum auch nicht, unser belgischer Flügelspieler. Genial, richtig nice. Wir gewinnen 4-1 gegen Bournemouth, aber natürlich trotzdem bitter, dass Skrittl vom Platz fliegt. Und Southampton hat, wie ich es mir gedacht habe, das Angebot für Joe Allen akzeptiert. Wunderbar, wir sind den los und haben Geld. So, ich garantiere, dass Marcus Rashford steigen wird, egal wie sein Ergebnis. Ist egal, ob es ein F ist, es ist ein F und er steigt trotzdem. Ansonsten, ach, das geht schon wieder deutlich besser, aber auch Regie steigt gleich und das auch zu rechnen an einem Hattrick. So, jetzt wird aber eine andere Hausnummer, denn jetzt wird nicht simuliert, es geht live im Emirates gegen den FC Arsenal. Die sind momentan genau einen Platz vor uns, haben auch das erste Spiel verloren, das zweite gewonnen, so wie ich mir das zumindest denke. Ja, so ist es, 3-0 gegen Crystal Palace und das auswärts. Das heißt, sie sind gut drauf, wir aber nach unserem 4-1-Sieg auch, wollen dementsprechend die 3 Punkte holen und wollen der Tabelle nach oben rutschen. Mal sehen, ob wir das schaffen. Es wird Überraschungen in der Startelf geben, aber ich denke mal, es wird eine sehr spannende Partie auf Augenhöhe und wir wollen aber trotzdem natürlich die nächsten 3 Punkte holen und uns langsam aber sicher unseren Weg nach oben bahnen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß bei diesem ersten Spiel. Schaut mal rein. Das ist das Emirates. Wir sind am Start gegen den FC Arsenal und das bei wunderbarer Abendatmosphäre. Ein Fußballfest, zumindest in the making. Ja, wir sind kurz davor, es zu erleben. Die Fans der Arsenals, beziehungsweise der Gunners, Entschuldigung, natürlich in bester Stimmung, haben eine der besten Fanszenen in ganz England und die werden natürlich versuchen, ihr Team nach vorne zu peitschen. Aber auch Liverpool hat richtig geile Fans und die sind mit uns natürlich mitgereist und wollen unsere Mannschaft heute siegen sehen. Wir haben 2 Debüts in der Startelf, sieht man hier schon Götze und Pjanic, der eine bei Arsenal, der andere bei uns. Beim FC Arsenal eine ganz andere Aufstellung als gerade eben. Tschech im Kasten davor, Chambers, Kost, Jeremy, Mertesacker und Gibbs, Pjanic und Ramsey auf der Doppel-6 davor, Joel Campbell zusammen mit Alexis Sanchez, Santi Cazorla und Olivier Giroud. Letztes Mal hat Özil auch nicht gespielt, dafür waren aber beispielsweise Außenverteidiger Bellerin und Monreal, die es diesmal nicht sind, und auch Coglan hat gespielt. So wird es für uns natürlich ungleich schwerer. Karius bei uns im Kasten davor, Klein, Boskali, Chan und Moreno, das heißt Boskali mit seinem Debüt neben einem ganz jungen deutschen Innenverteidiger, Talent Coutinho. Tinho und Milner auf der Doppel-8 bzw. 6. Sturridge, Götze, Firmino hinter der einzigen Sturmspitze, Divock, Origi. Das kann nur spannend werden heute. Normalerweise ist ja geplant, dass Sturridge Stürmer spielt. Heute macht das nicht. Insigne auch nur auf der Bank. Und warum? Weil unser Hattrick-Mensch, der Kollege Divock Origi, heute in der Startelf steht und hoffentlich unter der Leitung von Michael Oliver wieder 3 Tore schießt. Das ist unser Ziel. Deswegen würde ich sagen, wir springen rein. Auf geht's. 3 Punkte holen. James Milner mit der ersten Gelegenheit und da ist Sturridge. Origi war es, kommt aber nicht an den Ball ran. Schöner Versuch von Milner. Seit wann ist der Linksfuß? Ne, der ist Rechtsfuß. Dafür war der Schuss mit links aber richtig stark. Moreno mit der Balleroberung im Mittelfeld. Firmino kann den Ball nicht kontrollieren. Eine ganz seltene technische Schwäche, aber wir setzen die gut unter Druck und deswegen haben wir einen Einwurf rausbekommen. Und hier ist Philipp Coutinho und Cech ist wieder da. Schöner Versuch. Die Ecke von Milner rausgeschlagen und da steht Mario Götze. Schöne Ballannahme und dann abgewehrt von, wer war es, 22? Bin mir nicht sicher. Milner mit der Balleroberung wird gefoult, aber wir sind mit Sturridge weiterhin am Ball. Der setzt sich da durch gegen Kieran Gibbs, aber hat keine richtige Anspielstation. Klein ist sowieso der bessere Flankenschütze, aber das war keine Flanke, das war eher ein Klärungsversuch. Oh, Sturridge hat noch auf dem starken Link. Nein, das ist Origi. Oh Gott, ich dachte, er wäre drin. Aber ich wusste nicht, dass es Origi ist.
Firmino macht das stark und jetzt in den Lauf von Divock Origi. Wir kriegen den Freistoß dabei rum und das müsste normalerweise die gelbe Karte sein für Laurent Koscielny. So ist es. Ist natürlich keine direkte Position eigentlich, ist deutlich zu weit weg, aber vielleicht können wir das Ganze hier irgendwie variantentechnisch machen. Die Flanke raus, Kopfball in die Mitte, kommt keiner ran, aber da ist Firmino. Firmino, schöner Versuch. Ja, das ist Halbzeit. Okay, bisher noch nichts gesehen von Arsenal, es war eine relativ einseitige erste Halbzeit. Wir führen noch nicht, aber es sieht stark danach aus, ob wir das Ding hier siegreich beenden werden. Götze bisher 3 Schüsse, 0 Tore mit einer guten Leistung, genauso wie auch ja, die anderen in der Offensive. Defensive auch sehr stabil, nur das Tor fehlt halt noch. Karius leitet mit seiner Faust ab, wer den Konter ein. Origi setzt sich da ganz stark durch und wird dann gefoult von Mertesacker. Die nächste gelbe Karte für den Innenverteidiger von Arsenal. Da ist Divock Origi, setzt sich schön durch mit dem Berber-Spin. Jetzt nochmal ein Roulette-Spin. Ah, der Abschluss kommt nicht zustande. Sie stehen defensiv halt gar nicht so schlecht. Aber jetzt die Riesenchance und das 1:0. Divock Origi macht sein nächstes Tor. 4. Saison durch die Flanke von Nathaniel Klein. Doppelpass mit Sturridge und dann perfekt auf den Fünfer und da steht Origi, köpft Tschech an, aber der kann den Ball nicht abwehren und damit führen wir im Emirates gegen Arsenal. Sehr schön. Bitte was? Die erste Chance von Arsenal und das Ding ist so drin. Giroud mit einem absoluten Traumtor. Was für ein Volley. Da wird Sanchez nicht richtig unter Druck gesetzt. Gibbs mit der Flanke und Giroud einfach komplett kompromisslos. Karius ohne jegliche Abwehrchance. Und ich glaube, auch wenn Chan da gewesen wäre, das Ding hätte er nicht verhindern können. Absolut geniales Ding. Wow. Unseren ersten Wechsel habt ihr übrigens jetzt verpasst. Insigne ist gekommen für Minus. Sturridge Flanke ist ein bisschen zu nah ans Tor. Boscali stark und jetzt haben wir erstmals Insigne am Ball, der setzt sich da direkt mal durch und geht weiter. Der italienische Lionel Messi, zumindest verschnitt. Und da, der Pass war dumm, von mir. Wieder Origi, das ja, war nicht so gefährlich, weil halt Mertesacker dazwischen war. Aber vielleicht durch den Eckball. Milner bringt den rein und ich sehe Olivier Boscali. Und der kommt auch an den Ball und da ist das 2:1. Und es war Emre Can in seinem nächsten Spiel, in seinem ersten als Innenverteidiger. In dieser Saison für den FC Liverpool, der trifft direkt. Petr Cech kann den Kopfball wieder nicht festhalten, wie schon bei dem von Origi. Und es resultiert wieder ein Tor draus. Schön von Boscali, der ein klasse Spiel macht und seine erste Vorlage damit. Und Can steht einfach richtig und schiebt ihn ein, bevor Mertesacker dazwischen gehen kann. Wieder die Führung, sehr geil. Und wieder wird Sturridge freigespielt. Kieran Gibbs kommt da hinterher, aber normal ist Sturridge schneller. Ich wollte einen Werberspin machen, aber holen trotzdem die Ecke raus. Und es gibt den nächsten Wechsel und das nächste Debüt bei uns. Und zwar geht Mario Götze aus der Partie. Und dafür kommt Charlie Musonda rein, unser belgisches Supertalent. Götze mit einem soliden ersten Spiel für uns. Nebenbei merkt, ja, ich werde die Nummer noch ändern, keine Sorge. Aber hier haben wir den Belgier und glaubt mir, der geht richtig ab. Boscali, der macht auch noch sein erstes Tor. Olivier Boscali, erstes Spiel und direkt sein erster Treffer für den FC Liverpool. Er hat die Nummer von Zarco, soweit ich mich recht erinnere, der anscheinend wirklich aus FIFA entfernt wurde wegen den Dopingvorwürfen. Und drin ist das Ding. Ganz klasse Tor von Boscali in seinem ersten Spiel. Irgendwie erinnert mich das an Oxford. Ist das genau die gleiche Geschichte im Endeffekt? Wir wollen den eigentlich nur als Backup und im Endeffekt entwickelt er sich zum Stammspieler. Wir dürfen gespannt bleiben. Und direkt noch eine Chance. Daniel Sturridge. Nein, das ist wieder Origi. Ich verwechsel sie wieder. Und Cech mit einer Weltklasse-Parade. Also wenn Boscali wirklich Stamm spielen soll, haben wir ein Problem. Weil dann gehen mir langsam die Plätze aus mit den Positionen, weil ich Can spielen lassen möchte. Aber eigentlich halt auch Milner, wenn er so gut spielt. Boah, da wäre fast das nächste Tor gewesen. Alles klar. Insigne rutscht da weg, aber zur Feier des Tages gibt es das dritte Debüt. Und zwar kommt Marcus Rashford für Divock Origi nochmal rein. Unsere neue Werbung von Manchester United. Vielleicht nochmal bei dem Konter erfolgreich. Mal sehen. Auch er ist 17 Jahre alt. Krass, genau wie Boscali. Alexis Sanchez mit dem Freistoß an die Latte. Ah, perfekte Position, aber zum Glück kein Tor für uns. Oder gegen uns. Ja, zum Glück für uns kein Tor gegen uns. Oh, Karius, ganz schwach. Und Jack Wheelchair ist da, der Rollstuhlfahrer, und macht das Tor. Kopfball kam dann nach der Flanke von Santi Cazorla, vom mit aufgerückten Koscielny. Und das sieht nicht so stark aus bei Karius. Aber gut, noch führen wir ja. Und dann war Charlie Musonda, den trickreichen. Och Mensch,
Gerade der Pass auf Rashford, der war frei durch, hätte nur querlegen müssen und dann pfeift Michael Oliver diese Partie ab. Wir gewinnen mit 3:2 das Topspiel gegen den FC Arsenal. Karius mit 2 Gegentoren, aber trotzdem siegreich. Boskali mit einer absoluten Weltklasse-Vorstellung für einen 17-Jährigen. Vielleicht hat er sich festgespielt, wir müssen schauen, was wir machen. Wir können eigentlich nicht dauerhaft mit Can Milner und Boskali in der Konstellation spielen, weil Skrtel auch noch da ist und weil Skrtel eigentlich mein Kapitänsfavorit ist. Aber müssen wir mal schauen, wie das Ganze werden wird. Für den Moment auf jeden Fall ein klasse Spiel, ein klasse Sieg. Und für Arsenal sieht es gar nicht gut aus. 2 Niederlagen aus den ersten 3 Spielen, so willst du das natürlich nicht. Mir soll es egal sein, wir holen 6 Punkte aus den ersten beiden, aus den ersten 3 Spielen. Keine anderen Spiele verfügbar, denn wir haben ja einen Freitagabend gespielt, was ganz untypisch ist für die Premier League, wenn ich das richtig sehe. Und natürlich lassen Angebote nicht lange auf sich warten. Divock Origi, Mainz 05 möchte ihn gerne ausleihen, unseren 20 Jahre alten Offensivmann. Normalerweise haben wir auch keinen Platz für ihn im Kader, aber ich will ihn eigentlich nach den Leistungen nicht ausleihen und deswegen lehne ich das Ganze ab und wir werden ihn nicht verscherbeln, versuchen hingegen aber eher nochmal was anderes und werden Christian Benteke auf die Leihliste setzen, um den zumindest mal aus dem Kader und aus dem Gehaltsgefüge rauszuhaben. Wir gucken nochmal kurz, ob es irgendeinen Scout gibt, den wir uns hier kaufen können. Es sieht nicht so aus, die sind nämlich nicht so gut, wie ich sie gerne hätte. Aber dann war es das erstmal von dieser Episode. Wir haben jetzt gerade sehr nice Spiele gehabt und ein sehr nices erstes Auftaktspiel, das wir live gemacht haben gegen Arsenal. In der nächsten Episode geht es weiter gegen West Ham, gegen Manchester United natürlich live gespielt und dann auch gegen Norwich und gegen Aston Villa. 3 davon simuliert und 2 davon live gespielt. 3 davon simuliert und 2 davon live gespielt. 3 simuliert und 1 live gespielt. Das heißt, wir schaffen wieder einen Monat. Eventuell packen wir noch Everton hinten dran, muss ich da mal schauen. Danach gibt es auf jeden Fall in der Episode 2 Spiele live gegen Tottenham und gegen Chelsea und simuliert gegen Southampton. Ihr könnt euch auf jeden Fall darauf freuen, dann sind wir auch schon im November und dann schauen wir mal, wie es da laufen wird. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall, wie gesagt, einen Daumen nach oben da, 1000 Likes wären richtig nice. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare, schaut bei Instagram, Twitter und IG Vault vorbei und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch bis dahin noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, passt auf euch auf, haut rein und ciao.